Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Klassik Altstadt Hotel unterwegs. Wir sind heute in der Kunsthalle Lübeck und es wird bunt. Und was es an sich hat mit dieser neuen Ausstellung Hello Lübeck, das wird uns gleich nochmal Frau Nora Durani erzählen. Und da bin ich schon mal ganz, ganz gespannt. Willkommen. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. So, ich hatte ja nicht so viel versprochen. Ich habe schon Bescheid gesagt, wo wir hier sind. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe dich schon vorgestellt und wollte eigentlich wirklich mal wissen, wo sind wir hier eigentlich? Was machen wir hier eigentlich? Hello, Lübeck. Ja. Genau, schön. Hello, ich freue mich, dass ihr da seid in der Ausstellung Hello Lübeck, Dialoge mit der Kunsthalle St. Annen. Wir befinden uns in der Kunsthalle und mitten im Eingangsbereich und wie man sieht, ja schon mitten in der Kunst. Das ist die Arbeit The Beach von Andreas Angelidakis, die er extra für die Kunsthalle konzipiert hat und auch als permanente Arbeit bei uns bleiben wird. Das sind sehr leichte Schaumstoffwürfel und man kann sie im Prinzip umher tragen, man kann daraus etwas bauen, gerade die Kids freuen sich darüber und kann darauf Platz nehmen, darf sie anfassen. Und für uns ist das im Prinzip so ein Ort des dialogischen Austauschs, also ein Ort des demokratischen Austauschs. Wir laden die Stadtbevölkerung ein, mit uns ins Gespräch zu kommen. Talks, Partys feiern wir hier. Und das Besondere ist, dass wir diesen Eingangsbereich jetzt seit Eröffnung der Ausstellung auch kostenfrei für die Menschen der Stadt zugänglich machen. Also ich würde mich super freuen, wenn wir noch mal ein bisschen gucken können. Man hört ja, hier ist ordentlich was los. Ja. Also die Leute sind aktiv, es ist nicht so ruhig wie in anderen Museen. Also ich bin jetzt mal ganz gespannt. Das Thema Hello Lübeck, ja, hast du dir den Namen so ausgedacht? Genau, also mir ging es darum, dass wir das neue Konzept für die Kunsthalle, dass sie ja die nächsten Jahre ja auch prägen wird, den Menschen hier vorzustellen und ja, uns als Kunsthalle vorzustellen und das neue Konzept zu präsentieren, was ja viel stärker nochmal auf die Partizipation und auf die Öffnung gehen soll. Dann stell uns das doch mal vor. Gerne. Also hier befinden wir uns in dem ersten Raum der Ausstellung. Um was es hier geht, ist, wir versammeln Kunstschätze aus allen Museen der Lübecker Sammlungen, der Lübecker Museen. So, das heißt, das Beenhaus-Trägerhaus ist vertreten, das Buddenbrook-Haus, das Günter-Grass-Haus, natürlich auch die Sammlung des Museums und der Kunsthalle. Und wir laden die Besuchenden ein, hier genau hinzuschauen und die Verbindungen zwischen Menschen, Objekten und Geschichten selbst herzustellen. So, das heißt, wir fragen kein genaues kunsthistorisches Wissen ab. Man kann halt mit dem eigenen Erfahrungshintergrund, mit dem man in die Ausstellung kommt, sich den Werken widmen. Dann hat man eben beispielsweise die Diskussion von H.P. Zimmer neben den disputierenden Männern von Overbeck. Und so bewegt man sich von Werk zu Werk und macht im Prinzip eine Entdeckungsreise durch die Kunstgeschichte hindurch und lernt aber dennoch etwas darüber, wie Menschen seit jeher miteinander interagieren. So, das kenne ich ja natürlich hier vom Sport. Hier bin ich schon angewiesen. Viel Spaß beim Springen und passt auf. Aber ich möchte auf jeden Fall springen. Worum geht's denn? Was müssen wir machen? Ahmet Ögöd, ein Künstler, den ich eingeladen habe, mit der Sammlung zu arbeiten. Er hat Werke aus unserem Bestand ausgesucht. Das sind allesamt Arbeiten, die von Künstlerinnen gefertigt worden sind. Und damit macht er auf eine Leerstelle aufmerksam, denn nicht mal 10% aus unserem Sammlungsbestand sind Frauen zuzuschreiben. Das ist ein ganz interessanter Fakt, den wir erforscht haben im letzten Jahr. Und er lädt eben ein, den Körper nochmal ganz anders einzusetzen im Museum, hinterfragt gängige Bewegungsmuster. Normalerweise würde man sagen, im Museum ist man leise und kontemplativ, aber er macht im Prinzip den Besuchenden zum Akteur, indem er springt und versucht, die Werke springend zu rezipieren. Oh, darf ich das mal ausprobieren? Ja, natürlich. Wow, Graffiti als Kunst. So in der Art, ja. Urban Art, tatsächlich. Ich? Benjamin Butter kommt eigentlich
Ja, eher aus der Urban Art. Also es hat überall in Europa Murals gefertigt und das sieht man auch an dieser Arbeit. Wie heißt das? Benjamin Butter. Nee. Murals? Murals. Ja, Murals. Genau. Also ja, er hat also Wände. Mauerkunst. Genau. Im städtischen Raum. Und sein Ansatz ist eben sehr partizipativ, wie man ja sehen kann. Er hat diesen Raum im Prinzip in Papier eingekleidet, an den Wänden und dem Boden. Und man kann hier was machen. Und vor allen Dingen, jetzt mache ich mal mein First. Aber ich darf tatsächlich Kunst anmalen. Aber ich habe nicht, hier ist eine kleine freie Fläche. Wir sind hier sozusagen an der Ostsee. Eine Arbeit, die nennt sich Collectivity Paintings und sie hat eben diese runden Leinwände auf dem Boden gespannt und lädt die Besuchenden ein, mit bunt eingefärbten Eiswürfeln dieses Werk zu vollenden. Und diese Farbe hat sie im Prinzip generiert aus der Umgebung hier in Lübeck. Also das ist ein Farbspiegel der Flora und Fauna. Also sie arbeitet ja ganz nachhaltig und eben will ein Bewusstsein schaffen für die Ressourcen, die uns umgeben. Das ist doch besonders schön, ne? Also das heißt, also jede einzelne Farbe ist irgendwie aus einem Naturprodukt, also zum Beispiel hier das Dunkle, was ist das denn für ein Naturprodukt? Das ist Walnuss aus unserem Garten. Nein. Doch, aus dem Klostergarten. Super. Mhm. Ja, ich freue mich natürlich, dass Sie wieder dabei waren bei unserem Klassik Altstadt Hotel unterwegs hier in der Kunsthalle Lübeck. Und hier ist ja unwahrscheinlich viel los. Und wir freuen uns auf euch allen und auf Sie. Und von daher erstmal bis nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.